Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Worldly Galaxy Resurrection. Ich habe jetzt heute einfach mal ganz schnell hier kurz gestartet. Wieso brauchst du jetzt so lange? Wow. Dankeschön. Boah, leck mich fett, hatte ich gerade Lex. Okay. Ich habe heute was Besonderes vor. Ich will es gar nicht erst wissen. Ich will es einfach gar nicht wissen. So, ich würde gerne, wie ihr vielleicht schon seht, auf die Blaze Seeds gehen. Und zwar würde ich damit eine neue Energieversorgung anfangen. Moment, bevor ich jetzt losrenne, haben wir hier noch. Hier könnten wir vielleicht noch was raushauen. So, wir brauchen Le Imperio Seeds. Brauchen wir den Stein. Da machst du einen schönen Stone. Zack. Zack. Ja, komm, machen wir jetzt mal gerade ganz blöd. Zack und zack. Ah, ich habe nicht jetzt auf Imperio kommen. Es war so etwas von klar. Es war so etwas von klar. Gut. Dann holen wir mal eine Imperius. Eine Imperius. Hm? Ein Stack sollte eigentlich reichen. 16. Jawohl, das reicht dann. Okay. Wir brauchen, wie gesagt, 4 Imperius-Essenzen. Und dann können wir anfangen mit dem Blaze Seed. Die werden wir auf jeden Fall auch hochzüchten müssen. Weil wir wollen auch jede Menge Blazewords gehen. Warum, fragt ihr euch bestimmt. Naja, Blazewords, wenn man hier mal so drauf geht. Burntime 2400. Wie viel hat Kohle? 1600. Also nehmen wir die Hälfte nochmal drauf von Kohle. Wenn man mal bedenkt, eine Kohle hält 8 Burn-Vorgänge. Naja, ist schon mal was, ne? Wenn man dann bedenkt, eine Blazewort hätte 12, das gibt einiges an Energie ab. So, dann würde ich nochmal sagen, wir fangen mal etwas an mit Maschinchen. Und zwar würde ich anfangen mit Mein Gackery. Hm? Factory Reloaded. Was brauchen wir? Wir brauchen... vielleicht soll ich da nicht so suchen. Wir brauchen einen... Okay, wir brauchen dafür einen Sludge Boiler. Wir machen erstmal einen Steam Boiler. Oh, wir brauchen Green... Okay. Also brauchen wir auch einen Alloy-Smelter. Machen wir den doch zuerst einmal. Öfen, Machine Shells. Ja, easy. Alter, wenn wir das nicht hinkriegen, ne? Copper und 2 Redstone. Da gehe ich einmal schnell da drüben und hole noch ein bisschen Rotstein-Essenz. 2 Stacks sollten reichen. Alter, was ja an Blumen mittlerweile gewachsen ist. Ja, da sollte auf jeden Fall Redstone hin. Okay. Das brauchen wir dann. Eine... Wieso mache ich das Rezept zweimal? Ich will es irgendwie nicht wissen, dass mir heute wieder nicht schief ist. Okay, wir brauchen ein wenig Ironore. Für Iron Bars. Dann könnten wir aber schon den Machine Shell Stash haben, haben wir auch. Wenn ich das Rezept einmal richtig hinlegen würde. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Crucible, einen Cauldron, 4 Iron und 3 Öfen. Ziehen, 8, 9, 10, 11.
Jeep. Bisschen zu viel Jeep. 1, 2, 3, 4, 5. Hat man zwei mehr gemacht, weil wir für die Sludge-Boiler, für den Sludge-Boiler ja noch was brauchen. Ja, so ab und zu denkt der Dosch auch mal mit. Und vergisst erstmal schnell, dass er noch einen Cordon braucht. Ja. So. Alois Melter. Haben wir. Gut, wir brauchen Da. Da werde ich auf jeden Fall irgendwie noch ein Haus bauen. Ich weiß immer noch nicht wo. So, 4, 8, 12, 16. Okay, eigentlich bleibt 6 über. Wir brauchen einmal. Alter, fällt sich das jetzt langsam auf. Okay, wir machen aber immer noch Gewinn. Sehr schön. Wir brauchen jetzt. Das kann ja jetzt erstmal weg. Wir brauchen jetzt erstmal einen Sludge-Boiler. Machine Frame brauchen wir also. So. 14. 5 Iron. Etwas Glas. Genau 4 Stück. Schon ist der Machine Chassis so gut wie fertig. Oder jetzt eher der Machine Frame. So, das hätten wir. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Plastik brauchen wir. Haben wir noch hier irgendwo das Roba Bubba? Ja. Habe ich noch nicht die Rubber? Oh. Bitte sag mir, ich habe da Rubber Seeds, Rubber Zippings. Als ob ich nur Mega Rubber Zippings habe und Secret. Ich hatte bestimmt irgendwann mal was gesiebt. Okay. Plan B. Wir brauchen etwas Dirt. Kompressen wir mal schnell. Dann forcen wir jetzt mal schnell so einen. Das geht auch irgendwie bescheuert. Wir forcen. Wir zwingen das jetzt einmal schnell. Heavy Oak Sieve hat eine erhöhte Chance. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich schon Rubber Seeds habe. Jetzt komm schon, jetzt mach ich so ein großes Trara rum. Gib mir einfach die Rubber Seeds und Judas. Jetzt aber. Das ist ein schlechter Witz. Da haben wir noch schon. Ach so ist das. Wenn ich mich recht erinnere, der waren die Swabber Saplings der Mega nicht allzu groß. Das wird jetzt übelst in die Hose gehen. Das wird so unglaublich in die Hose gehen. Bitte lass mich recht haben. Bitte. Na, das ist mir viel zu gefährlich gerade. Das ist ein Mega-Rose-Zeppelin.
Nein, 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 nein. Ich lasse das sein, ich lasse das sein, ich lasse das sein. Kann ich den nicht irgendwie zu einem normalen Zugling machen? Bitte? Warte mal, warte, 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 warte mal. Nein. Das ist eine Möglichkeit. Ja, das machen wir mal gerade. Planänderung. Wir machen jetzt dann doch erstmal hier heute einen Tag, wir machen uns jetzt mal hier so ein Mining-Tool. Da mache ich mal gerade 16 von, 16 Bricks. Die Blumen kommen mal hier rein. Weil dann kann ich auch da in Ruhe den Setting aufbauen. Da in der Mining Welt ist mir das scheißegal. Muss ich dann. Da muss ich dann doch eigentlich auch die kriegen können, die normalen hier und so, ne? Boah, mein Commentary ist heute echt wieder vom Feinsten. Ich merke das schon. Boah, ist heute wieder geiles Commentary. Ich glaube, ich will mich gleich selbst erschießen. Will haben. Will einfach nur haben. Hab aber Angst davor. Dass ich die nicht vervielfältig kriege. Wir brauchen eine. Ja. Eine Stone Pickaxe. Haben wir noch X? Also manchmal mag ich hier diesen EMC auch nicht, einfach weil der viele Items nicht stackable macht. Flinten Steel, Stonebreaks und dann was hier unten noch ein Stick. Schon noch was Multitool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 1 und 2. Das Mining World Portal. Platziere ich mal hier hin. Ich muss mal irgendwie so einen Hub machen. Hier, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muss jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen. Wie gesagt, ich muss hier irgendwann mal ordentlich nachbauen. Oh. Was ist denn das? Cool. Konnten wir mit... Können wir? Ach, wir brauchen ja Leder. Kautiffer! Gut, ich wollte ja mal den Chance Cube öffnen. Lol. Jetzt kommt dann der Sass da raus oder sowas. Vielen herzlichen Dank. Moment. Was ist dir darauf eingefallen? Jo. Omo. Ja. Warte mal. Falsche Karte? Das ist ein Lava-See. Was ist denn für schwarze Kugeln? So will ich jetzt mal wissen, da rennt jetzt einfach mal drauf zu. Aus dem Plan, ich weiß. Thea! Scheiße. Scheiße.
Das war eine sehr intelligente Idee von dir. Hey, ist wieder ein Tasku. Ich muss auch mal mein Inventar ein bisschen trompeln. Oh. Oh cool, ein Trinker. Solborn, können wir nicht verlieren. Das ist, den muss ich eigentlich behalten. Ein Feuer mit Feuer ist 6-2. Guck mal, deine Mama. Ich bin heute so baller, das ist unglaublich. Waren die nicht sonst immer, ich kann mich daran erinnern, in Philippi waren sonst auch hier immer... Man, lass mich mal nachschauen. Ja, das ist jetzt ja nicht verrückt. Okay, ich will nicht. Das ist ja selten, dass er blau ist. Okay. Ich mache meine Maßeinheit. Ich laufe zum nächsten Chance Cube, weil ich bis dahin keine Bäume sehe. Das ist nett. Kanickel, ich werde nicht mehr. Wildschweine. Okay, da ist der nächste Chance Cube. Ja, machen wir Kaboom. Alter, macht der für Kaboom. Okay. Gib mir das Objekt der Begierde. Sehr schön. Jetzt werde ich nur noch darauf kommen. Nur noch darauf kommen und... Dann stecke ich mich eben gerade rauf. Ende. Das ist mir jetzt scheißegal, das ist eine Mining World, das ist keine unsere Hauptwelt und so. Ich würde hier sogar, ich würde irgendwie mal Nukes finden oder so. 5 Wasser klingt, okay. Meter? 53. So sind wir sogar ein bisschen schneller. Oder auch nicht. Gut, wir haben das, was wir wollten. Wir haben Robert Sibling. Easy going. Mehr wollten wir nicht. Wir lassen. Wieso habe ich noch die Geschwindigkeit verloren? Wir verwissen uns jetzt direkt nach Hause. Direkt in unserer Welt. Lassen uns nicht. Wir lassen uns nicht ablenken, wir gehen nur nach Hause, mehr wollten wir nicht. Oh, war ja was. Sehr schön. Wieder in unserer Himmelsdimension. Ich wollte eigentlich nie in die Mining World gehen, weil ich mich davon distanzieren wollte, aber okay. Hier rein, genau wie das. Das kommt jetzt alles mal hier rein. Das wird geschmolzen. Flawless Diamond. Ach, das ist Calculator, okay. Okay. Gehen wir mal zurück zum Slurge Boiler.
mach mal bitte das hier. Ich werde auch hier noch ein bisschen Rubber so vorarbeiten. Ich will auf jeden Fall den Zeitspalter noch fertig kriegen. Das heißt, wir brauchen noch das hier. Zwei Iron Gears. 10. Sehr schön. Plastic Sheets. Das kommt noch raus. Dann müssten wir schon fast alles haben. Nur noch ein Bucket. Wollen wir es einmal so machen? Sludge Spoiler. Sehr schön. Gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann Lös Demon Boiler Ruddy. Und wer kann erraten, was wir noch dazu kriegen? Einen wundervolle Steam. Die zweite geht's jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!